Ui, das halbe Dorf ist zusammengelaufen. Ein Tisch, so in Astrung. Der Gerichtsvollzieher, der braucht einen Tisch. Sophie, hilf mir, geh weiter, geh her. Was, den schönen Tisch in den Treten aus? Na, nö. Ja? Du, die Musikanten kommen, was wollen denn die? Ui, der Gendarm! Ja, was blärst denn so? Wenn der daherkommt, macht man noch lange nicht in die Hosen. Es geht los. Ruhe! Steig aufs Bierfassel auf, dass wir deinen schönen Kopf sehen. Ah. Anni, komm, vom anderen Fenster sehen wir es besser. Zur Versteigerung gelangt die Sau da. Ein Prachtexemplar von einer Zuchtsau. Wiegt 5,20 Zentner. Alter 2,5 Jahre. Stammt aus dem Oldenburgischen und hat auf der Landwirtschaftsausstellung in München einen 1A-Preis gekriegt. Der gerichtlich vereidigte Sachverständige Dr. Bruckmeier hat es geschätzt auf 235 Reichsmark. Also was ist? Was wird geboten? Jetzt pass auf. Hört's hier schlecht? Ich frag, was geboten wird für die Prachtsau. Ja, dann kaufst du doch selber, wie es dir so gut gefällt. Ruhe! Pachtmeister! Ja? Notieren Sie den Mann da. Ich stehe hier in amtlicher Eigenschaft und lass mir sowas nicht bieten. Wie heißen Sie? Leg mir doch. Zum dritten und letzten Mal, wer macht das Angebot? Musi macht das Angebot! Ja, hast sowas schon erlebt, ne? Wachmeister, notieren Sie den Mann. Zinfendorf war bestimmt nicht traurig, aber so wie bei uns. Was noch da schon nicht, gell? Na, bestimmt nicht. Wer macht ein Angebot? Silenzium, nix rührt sich. Herr, du bist beliebt, ich mag das ganze Dorf. Ja, und ich mag jetzt einen Schnaps. Ja. Was ist denn los, Daraus? Angriff abgeschlagen, Annal. Der Feind hat einen aufs Dach hinaufgekriegt. Ja, ja. Aber eine Flasche Schnaps spendierst du noch, hä? Bei mir aus, kommt's rein, die Stuben, komm. Ja, das ist so. Anni, nicht deinen her, gell? Das ist mir die Gaudi wert. Der Lehrer, haben Sie das gesehen, wie das mit der Sau ausgegangen ist, ja? Allerdings. Ja. So. Herr Lehrer, auch ein Schnapsal? Danke, mir nicht. Dann bleibt eins übrig. Nein, 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 gib her. Das hebt wieder mal auf. Also, dann sag ich, Prost. Prost. Der Gendarm kommt. Ja. Was da rein? Na, Herr Wachmeister, auch ein Schnaps, ja? Keine Witze, bitte ich mir aus. Sind Sie Antikatholiker? Bring ja mal Milli, Sophie. Herr Gendarm, wollen Sie eine Tasse Milch oder gleich eine ganze Schüssel voll? Ach, Blödsinn. Herr Sterf? Na ja? Die gepfändete Sau, besagte Jolante, die nehme ich mit. Aha. Die wird morgen in Weilheim verkauft, auf dem Viehmarkt. So, so. Ja. Na also, lassen Sie einspannen. Na ja. Sepp. Spannst du ein? Ich hab jetzt keine Zeit, ich muss meinen Schnaps trinken. Yes. Ja, dann leihen Sie mir das Pferd und den Wagen. Wir zahlen Miete dafür. Ich hab kein Leihwagengeschäft. Aha. So viel habe ich jetzt schon gemerkt. Ihr steckt's alle miteinander unter einer Decke. Aber die Sau kommt mit. Und wenn ich's eigenhändig abführen muss, gell? Da werden Sie ihn aber hart tun, die hat nämlich kein Halsband nicht. Bloß ein ganz kleines Schwanzerl. Ja. Ringelschwanzerl. Ja. Ist leicht abreißen. Ja, dann brauche ich ihm einen Kälberstrick. Ja, mit dem könnt's gehen. Also, her damit. Ja, Strick ist keiner gepfändet. Bloß die Sau. Bring ihm einen Neff an, Sophie, vielleicht geht's da, wenn man doppelt nimmt. Gell? Oder Sie, Herr Lehrer. Haben Sie vielleicht ein Schnürl dabei? Lassen Sie mich aus dem Spiel. Jetzt habe ich eine Idee, Herr Wachmeister. Ja, und die wer? Probieren Sie es doch mit Ihren Schuhbandeln, wenn Sie es zusammenbinden. Ne? Ach, was? Herr Lehrer, Sie sind doch auch Beamter. Helfen Sie mir doch. Tut mir leid, ich mische mich in die Angelegenheit nicht ein. Aus ganz bestimmten Gründen. Was? Es ist überhaupt besser, ich gehe. Ich will mit der Geschichte nichts zu tun haben. Also, was ist jetzt, Sterf? Kriege ich einen Strick oder kriege ich keinen? Wie wird denn das Wetter morgen? Ich glaube, das Schirm bleibt schon her. Die Schwalben fliegen ja ganz hoch. Ja. Also, was ist jetzt? Kennt ihr den Witz schon? Nein. Nein. Jetzt soll also, ein Kurgast in der Schweiz, der fragt den Sänger, nicht wahr? Tönt ihr Alphorn immer so schön?
Neu hat er gesagt, nur wenn man hineinblasen tut. Krieg ich jetzt einen Strick oder krieg ich keinen? Pass auf, in Weilheim, da wäre ein Seiler. Auch recht so. Ja. Aber die Sau kommt mit. Und wenn ich's, ans Kuppel nehmen muss. Ja. Du, dann schau mal zu, was der mit der Sau reißt. Ja. Ist die Jolanda im Schrank? Nein, da in dem Raube, jetzt kommt er schon daher. Macht's dir rauf, packt's bei Ohrwaschel, will jetzt Kumpel um den Hals legen. Ja, wenn's da gerade einen hätt. Lass es den Ball nicht auf den. Schmeißen nicht in den Dreck. Wurzen ja, schon niedergerissen. Ja, sag ich. Und Sau auf und davon. Herr Wachtmeister, geh heim, zieh dich auf und leg dich ins Bett. Sau, 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 Hund und Schweinenkopf und vier Füßholz auch und wenn man's genau betracht, hat's, hat's, hat's ein Schwarz. Servus, Hartl. Ist Luft rein bei ja, dir drin? Ja, kommt's noch, kommt's noch. Sophie, hast du nichts zu tun? Nein. Dann gehst du in die Schulhaus und holst mir einen Lehrer, komm. Hopp. Wenn er jetzt aber keine Zeit hat. Der muss Zeit haben, eine Sache ist wichtiger, mit dem sei kleines Einmaleins. Mensch, Hartl. Was? Ja, weißt, dass du auch schon. Was denn? Heute Nacht Tom Seibrucher. Mhm. Ja, ich hab die Nachricht vom Herrn Lehrer erfahren. Und mir hat's grad's Annel gesagt. Ja, ja, vorhin Schluss auf, dir Schluss auf, alles auf. Und Sau ist fort. Ist ja bloß gut, dass wir mit der Geschichte nichts zu tun haben. Ja, ja, wir haben schon geschlafen, wie es passiert ist. Ob du das glaubst oder nicht? Ich glaub's, ich glaub's. Alle miteinander waren wir schon im Heidi-Bett. Weil wir so brav waren, kriegen wir jetzt einen Schnaps. Ja, okay. Ich bringe einen her, komm. So eine Nachricht, die braucht Verdauen. Zum Verdauen gibt's nichts besser wie einen Schnaps. Ja, ja. Was ich gesehen hab, Hartl, hast ja du heute schon geschlacht. Na ja, braucht's ja auch wieder einmal, nicht? Hast du dann das Vogel auf dem Wappel auch abgestochen? Nein. Nicht. Das ist davon geflogen. Oh. Vogel, fliegst in die Welt hinaus. Also jetzt geht sowas kindisch. Schwein, du bleibst allein im Haus. Prost. Also auf alle Fälle seid ihr heute Abend zum Schweinsbraten eingeladen, gell? Ja, da sind wir schon da. Aber zuvor halten wir noch eine Protestversammlung ab. Was? Jawohl. Auf deinem Hof und an demselben Platz, wo sie gestern die Sau versteigern haben wollen, da steigst du, Gustl auf ein Fasseln auf, hältst deine Rede. Tust das? Freilich mach ich das. Ja, und Musi muss auch wieder her. Und hinterher mit dem Parademarsch an Gendarm vorbei. Und dann der Schweinsbrunn. Herrlich. Dieser direkte Festung. Der Gendarm kommt. Lass ihn kommen, der geht schon wieder. Der kann uns nichts tun. Wir sind unschuldig wie die Lampel. Ja, und reden werden wir doch noch dürfen, nicht? Ja. Jawohl, meine Herren, das dürfen Sie. Das sollen Sie sogar. Als Erster Sie, Sterf. Ja? Wollen Sie mir sagen, was das für eine Sau ist, die da draußen hängt? Die Sau, die da draußen hängt, ist die Sau, die wir heute geschlachtet haben. Lassen Sie die Witze. Ich frage Sie dienstlich. Das ist doch die Sau, die Sie heute früh aus dem Spritzenhaus raus haben. Was wäre denn nicht das? Jetzt werde ich aber bezig, gell? Darfst du mir sowas sagen? Sie bitte ich mir aus. Ich bin im Dienst und wenn ich im Dienst bin, bin ich per Sie. Auch mit Ihnen, Herr Sterf, kennst? Ich hätte die Sau gestohlen, hätte mich verdächtigen darf. Darfst du mir sowas vorhalten? Was? Mein Vater, was schreist denn so? Ich frage, ob ich der Schwollkopf sowas vorhalten darf. Was haben Sie jetzt da zu mir gesagt? Schwollkopf. Aha, dann habe ich doch richtig gehört. Ja. Freund Sterf und auch Sie, Sophie, Sie gehen inzwischen hinaus. Die bleiben da. Herrin, rede ich? Sonst ja, aber jetzt ich. Also? Herr Wachtmeister,
Ich müsste vorher unbedingt noch mit Ihnen allein sprechen. Ach. Es ist sehr wichtig. Das können Sie mir auch nachsagen. Nein, es muss jetzt sein. Also raus jetzt. Na, wenn Sie es nicht anders haben wollen, bitteschön. Bitte. Also, meine Herren, fangen wir an mit der Brotta. Mit der Brotta Kalschen. Na, mit der Vernehmung. Lassen Sie mich da her sitzen. Da drüben ist auch noch ein Platz. Aufstehen. Hinausgehen. Da bleiben. Halt, aber nicht hinter meinen Rücken. Da hinüber auf die andere Seite. Ich muss sie im Auge behalten. Also, ich will jetzt eine Antwort, Herr Sterf. Geben Sie es zu. Was soll ich zugeben? Dass Sie die gepfändete Sau aus dem Spritzenhaus raus haben. Haben Sie das gesehen? Dafür gibt es Indizien. Indizivizi, nicht wahr? Dings da. Das ist nicht nur Pfandverschleppung. Das ist Einbruch. Ja, vielleicht sogar Landfriedensbruch. Ja, vielleicht sogar Gefangenenbefreiung. Was anders, Herr Sterf? Sie waren doch gestern abends im Wirtshaus. Ja, warum darf ich das nicht? Und auch Sie, meine Herren. Mhm. Ja, freilich. Bis Mitternacht. Mhm, freilich. Und wo sind's denn hernach hingegangen? Heim? Wer war das? Ich. Ach, die Sache im Spritzenhaus ist um 12:30 rum passiert. Haben Sie Zeugen dafür, Herr Sterf, dass Sie vom Wirtshaus ohne Umweg nach Haus gegangen sind? Ja, Herr Polizeirat, das kann ich bestätigen. Mir drei können das beschweren, weil wir den Hartl heimgebracht haben. Schnurstracks nach Hause. Immer Hauptstraße entlang, Kerzen gerade. Überlegen Sie sich das genau, Trottelmantel. Und auch Sie, meine Herren. Das müssen Sie unter Umständen beschwören, wenn's? Ja, freilich, gerne. Ja. Ja, wenn wir das beschwören müssen. Also gar so schnurstracks sind wir auch nicht eingegangen. Aha. Also doch einen Umweg gemacht. Wie? Am Spritzenhaus vorbei, was? Nein, das nicht. Gerade heute halt mal so ein bisschen auf Zeiten. An einem Gartenzaun. Und an ein Hause hin. Auch nicht gestattet. Das sind ja schöne Manieren. Ja, wir können doch Ihnen zu lieben nicht in die Hosen bieseln. Ruhe ist jetzt. Das sehe ich schon. Ihr Bauern haltet zusammen wie Pech und Schwefel. Ja, das braucht schon. Wenn wir nicht zusammenhalten. Ihr halt so zusammen, dass heute früh beinahe auf jeden zweiten Bauernhof eine frisch geschlachtete Sau hängt. Nein. Was sagen? Wirklich? Ach so, ein Zufall? Nix Zufall. Alles verabredet. Aber ich gehe der Sache auf den Grund. Und dass das da draußen die gepfändete Sau aus dem Spritzenhaus ist, Herr Sterf, das werde ich Ihnen noch beweisen. Herein. Störe ich? Sie immer. Aber Herr Sterf, Sie wollten doch... Nur rein da, Herr Lehrer. Sie kommen mir gerade recht. Wieso? Auch Sie muss ich in der Spritzenhaussache vernehmen. Was ist das für eine Tür da? Das ist meine Schlafkammer. Aha. Dann gehen Sie so lange hinein, Herr Lehrer, bis ich die Dienstboten vernommen habe. Was ich soll? Wieso? Was hat denn der Herr Lehrer meine Schlafkammer verloren? Es muss verhindert werden, dass er sich vorher noch mit Ihnen verständigt. Gell? Also, legen Sie ihn so lange in Sterf, sei Beten. Dann kriege ich keine kalten Füße, Herr Lehrer. Wenn es durchaus sein muss. Bitte. Bett hat's Annal gemacht. Ach. Und wir kaufen uns jetzt am Ast beim Wirt. Jawohl. Nichts da. Jawohl. Sie bleiben im Haus, alle vier. Sie gehen raus in den Gang und warten, bis ich darin fertig bin, gell? Gut. Den Schnaps immer mit, der ist von uns beschlagen. Raus jetzt! Spüren wir. Der Knecht soll reinkommen. So komme ich nicht weiter. Sepp! Ja, was ist? Er ist zum Gendarmerei gekommen. Ja, was möchte der? Das muss ich anders anpacken. Mein Kopf trage ich mir zu wetten, dass das die Jolante ist. Doch ganz deutlich gesehen, mit wann der Kuss los ja auch. Nein, das stimmt schon. Der Sterf Hartl hat die Sau raus und ich hab's gestochen. Also doch! Jetzt hat er sich selber überführt. Sie geben es zu? Was? Dass Sie die Sau raus haben? Ja. Und gestochen? Nein, das war ich. Sie? Ja, die Sache wird ja immer schöner.
Sie haben die Sau abgestochen. Nein, nicht abgestochen, gestochen. Der ist mit der Herzsau raus. Mit dem Herz aus. Nicht, der hat mich gerade oben gestochen. Ich kann ja gar nicht anders. Und wenn die vom Finanzamt vielleicht glauben, sie können uns auch noch das letzte Hemd nehmen? Bravo! Sie lassen doch ausreden, Trottel. Sie können uns noch das letzte Hemd ausziehen, dann sagen wir nein, bis hierher und nicht weiter. Nichts mehr wird ausgezogen, nichts mehr. Zusammenhalten müssen wir. Jawohl, der Bauernstand, der lebe! Ho! Und gleich nochmal. Ho! Und zum dritten Mal. Ho! War eine sichere Gaudi, Wunder. Oh, Schock, dass der Gendarm nicht daheim war. Wir müssen doch schneidig vorbeimarschieren. Verstehen Sie überhaupt nicht, wo der ist? Die Leute sagen, er wäre mit dem Radl unterwegs. Ja. Er sucht gewiss allebei noch die Zigeuner, die die Sau gestohlen haben. Vielleicht halt eine Haussuchung beim Schullehrer. Hartl, Schnaps, hast du gesagt, gell? Schnaps, nicht? Gesagt habe ich nichts, aber nee. Heute rein, ja, kommt, sonst wird er krank. Oh, ich glaube, ihr riecht schon den Braten. Ja, das sind Düfte, was? Komm ich zu früh? Sie nie. Herr Werner, komm, setzen Sie ihn zu mir her, da. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Schau mich doch nicht so traurig, das ist doch bloß eine Gaudi. Da kann man doch bloß lachen. Darüber noch lachen, wenn man so verdächtigt wird. Ja, haben Sie denn den immer noch nicht erwischt, der die Sau gestohlen hat? Anscheinend nicht. Nicht? Ja, für was braucht er mir einen Gendarm, wenn er nichts taugt? Ja. Da zahlt man die Haufen Steuern. Er zahlt, du zahlst doch keine Steuern. Ja, aber du sollst. Ich verstehe das nicht, wie so ein ausgewachsenes Schwein einfach verschwinden kann. Na, schauen Sie, Lehrer, vielleicht ist es auch schon geschlacht und hängt irgendwo, nicht? Wie die vom Hartl draus. Ja, wo mir gleich schon ein Stück abgeschnitten und verschnabuliert auf dem Kraut. Entsetzlicher Gedanke, dann wäre überhaupt nichts mehr zu beweisen. Nicht leicht. Kaum. Und der Verdacht bliebe an mir haften, gar nicht auszudenken. Okay. Aber gehen Sie zu, Herr Lehrer. Das glaubt doch kein Mensch, dass Sie die Sau gestohlen haben. Doch, der Wachtmeister, der hält sich daran, dass ich in der fraglichen Zeit noch draußen war und kein Alibi erbringen kann. Wir Viere können bezeugen, dass Sie unschuldig sind. Das könnten Sie? Ja, mir schon. Hoch und heilig. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Aber wieso können Sie das? Komm, gib's dem Lehrer einen Schnaps, sonst kriegt er wieder einen Schwächeanfall. Ja. Wie heute in der Früh. Ich soll das Schwein gestohlen haben. Esther. Ja? Steuerschuld von Reichsmark 120, bezahlt am 13. Mai 1931, abends 19:30. Ja, Herrschaftszeiten, wo hast denn du das Geld her? Aus deiner Kassetten. Na, hast du mir den Schlüssel aus der Hose raus? Ist schon wieder drin, Vater. Ja, aber warum haben Sie mir das nicht früher gesagt, dass Sie das Geld einbezahlt haben? Das wollte ich ja. Zweimal sogar. Aber Sie haben mich nicht zu Wort kommen lassen. Das haben Sie jetzt davon. Ja, aber der Gerichtsvollzieher hätte mich doch verständigen müssen, dass die Pfändung aufgehoben ist, nicht? Der hat bestimmt bei Ihnen angerufen. Aber Sie waren doch den ganzen Tag nicht auf der Station. Nur immer hinter die Viehhandler her. Ja, da haben ja mir aus dem Spritzenhaus dein eigenes Sau gestohlen. Was sagen Sie, dass Sie haben? Ach, allmächtiger Gott! Nein! Halt auf! Herr Lehrer! Bitte, Frau Anna, lassen Sie mich. Nein, kommt gleich mit in Frage. Jetzt setzen Sie sich hin, dass wo alles gut ausgegangen ist und wo Sie das beste Stück vom Braten kriegen. Das kriegen Sie auch, weil Sie so viel aushalten haben müssen. Da, Herr Lehrer, komm. Mahlzeit. So kann man es mir nicht durch, Herr Sterf. Was? Sie haben in das Spritzenhaus eingebrochen. Eingebrochen ist überhaupt nicht worden. Als Feuerwehrhauptmann habe ich den Schlüssel vom Spritzenhaus immer dabei. Und aufsperren kann ich, wenn es mir passt. Aber Sie haben mich im Dienst einen Deppen geheißen. Jawohl, sogar einen Damischen. Bitte, der Herr Lehrer kann es bezeugen. Ich? Kein Wort. Das wird sich herausstellen vor Gericht. Ja, wollen Sie es jetzt auch noch gerichtlich feststellen lassen? Das werde ich. Dass Sie ein Depp sind. Jawohl, und das kann ich beschwören. Herr Wachmeister, komm. Sind wir wieder gut? Setzen Sie nachher und essen Sie auch mit. Das ist eine Idee, Hartl.
Das werden Sie doch nicht ausschlagen, Herr Wachmeister, oder? Nein. So ein Depp bin ich nicht.